Einfach zu sagen, Geld für alle, da freut sich jeder drüber. Herr Werner, Das ist zu einfach. Jetzt sind Sie ja nicht so naiv zu sagen, Geld für alle und die Welt ist schön. Ich habe vorhin schon mal gesagt, als Gründer der Drogeriekette DM, ein erfolgreicher Manager auch über Jahre gewesen. Wie würde sich das aus Ihrer Sicht denn tatsächlich rechnen, wenn man Ja, diese das, Summe was hört? Herr Schneider eben gesagt hat, so denken viele Menschen. Aber die Tatsache, dass viele Menschen so denken, heißt nur lange nicht, dass sie so richtig denken. Und was zum Beispiel, darf ich doch, ja. Und was natürlich der Grundirrtum ist, dass wir schon mal gar nicht vom Geld leben, sondern wir leben von den Gütern und Dienstleistungen. Also die Frage, die wir uns stellen müssen, ist nicht, haben wir genügend Geld, sondern die Frage ist, bringen wir genügend Güter und Dienstleistungen hervor, um eine Gesellschaft zu versorgen. Und das ist jetzt wirklich beobachtbar. Für jeden, da muss man gar kein Naturwissenschaftler sein, es ist beobachtbar, dass wir genügend Güter und Dienstleistungen hervorbringen, um die Bevölkerung zu versorgen. Wir waren noch nie so reich wie heute. Das war früher anders. Inzwischen sind wir da in einer anderen Situation. Und jetzt ist eigentlich die Frage, wie wir den Menschen Zugang dazu verschaffen, dass sie die gemeinschaftlich hervorgebrachten Güter und Dienstleistungen auch über die verfügen können. Also das Problem, was wir heute haben, ist nicht, wie es zum Beispiel in der DDR war, die hatten zwar Geld in der Tasche, die Bürger, aber in den Regalen gab es keine Ware. Güter. Bei uns ist es umgekehrt. Die Regalen sind voll, also wir haben so viel, dass wir verkaufen müssen. Ne? Lässt sich aber immer wieder kontern, dass man sagt, die Regale sind voll, weil wir das System haben, wie es jetzt ist. Wären die Regale auch noch voll, wenn das System umgestellt wird? Nicht wegen dem System, sondern wir haben die Regale sind deswegen voll, weil wir so produktiv sind. Ja, ne, weil die Menschen DDR war das Problem, dass die Menschen keinen Anreiz hatten, sich anzustrengen. Die hatten schon Anreize gehabt, aber sie kamen nicht zur Entfaltung. Ne? Also die wurden behindert durch das Denken dort, ne, durch diese Ideologie. Ja. Und wir haben jetzt die Ideologie, dass wir meinen, das muss alles bezahlt werden. Nein, bezahlt werden ist es, wenn es produziert wird, ist es auch bezahlbar. Bei der Finanzierung? Also das ist ja das, die Güter, die wir hervorbringen, die generieren ja das Geld dafür. Und es ist nicht so. Es ist nicht so, dass zum Beispiel die Reichen oder die arbeiten, dass die das alles spendieren für die anderen. Sondern die leben genauso von den Transfereinkommen wie die anderen. Wir haben vorhin aufgerufen dazu, dass die Zuschauer sich auch beteiligen können. Klaus Rehrmann aus Berlin zum Beispiel fragt bzw. bringt ein in die Diskussion, dass man natürlich auch die teure Verwaltung für Hartz IV und anderes, wenn man darauf verzichten würde, Kosten für Umschulung und sinnlose Maßnahmen und diese ganzen Eurojobs stattdessen einsparen würde und in dieses Grundeinkommen das Bedingungslose einbringen würde. Würde sich das dadurch etwas eher rechnen? Also ich will nicht bestreiten, dass es da Potenzial zum Einsparen gibt, aber wenn ich vorhin die Zahl von 450 Milliarden Euro pro Jahr genannt habe, dann ist ja sofort klar, dass der von diesem Teil, den wir da finanzieren müssen, nur ein geringer Teil überhaupt Verwaltungskosten ausmacht. Denn die Verwaltungskosten werden heute ja schon aus dem Steueraufkommen finanziert. Die sind quasi schon in den heutigen Finanzierungsrechnungen mit drin. Der Spielraum, der davon kommt, ist maximal 10 Milliarden. Also das ist ein Tropfen auf den Hals.